Es ist ein Büro. Mündlich. Aber ich möchte nur mit dem Auto schieben. Oder ein Teddybär? Magnum? Warte mal. Revolver? Brauch ich nicht. Freshen up! Mit der Phoenix wurde nie gemacht. Und dieser. Weil der Kasper wusern. Bei den Dogs oder gemund. Da im Lager. 3,8er. Da drunter, du was? Baracken, Schuhe, Toiletten. Dem Kack muss ich grad nicht. Arve. Wo ist der Lucullus? Arve, sind Sie bereit für die Reise flussaufwärts? Bereit zum Reisen? Also wenn du ruderst, dann bin ich bereit. Die Reise dauert ein paar Stunden. Nehmen Sie im Boot Platz. Auf Befehl Caesars müssen alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Meine Waffen? Wo sind verboten? Alkohol und Drogen. Und dazu zählen auch Stims und andere Suchtmittel. Also Kumpel, ich hol den Hirnfäller. Ich weiß nicht, warum Caesar mit einem physisch derart unterlegenen Zwerg sprechen will, doch ich werde diesmal eine Ausnahme machen. Sie tragen zwar Caesars Zeichen, aber wagen Sie es innerhalb des Forts nicht, Ihre Medizin unter die Leute zu bringen. Caesar hat die Einnahme von Drogen und Alkohol strengstens untersagt. Besucher müssen außerdem ihre Waffen abgeben, so der Befehl. Wenn sie in Frieden kommen, besteht auch kein Grund, Waffen zu tragen. Sie werden nicht zu Schaden kommen, so dies nicht Caesars Wille ist. Bomben, glaub, heftig, oder? Sie erhalten ihre Besitztümer zurück, wenn sie gehen. Scheiße, keine Knarre mehr. Aber meine Unterhosen dürfen wir behalten, oder? Oder mit der rum. Welche Waffen habe ich noch? Granaten und Plasmapistolen. Ja gut, immerhin. Und, wo ist er jetzt? Ave, Caesar treu ergeben. Sie dürfen weitergehen. Sie erhalten Ihre Besitztümer zurück, wenn Sie diesen Ort wieder verlassen. Mr. Caesar! Da drüben schon. Einen römischen Blech vor. Rekrut? Schon mal den Turm auf dem Strip mit voller Beleuchtung gesehen? Del Borten. Sieht man meilenweit. Bist du der Sheriff? Sie sind also der Besucher, von dem die Legionäre gesprochen haben. Wenn Ihnen nach Handeln zumute ist, sagen Sie es einfach. Handeln, komm nix mehr. Ich schnapp mir mein Werkzeug. Aber eine Reparatur. Eine Speerrüstung. 8000? Immer teuer. Wir sehen uns.
Ja, aber das ist ein Krüppel. Eine Sklavin. Soll ich gleich die nächste Sklavin? Hey, der ist süßer, gell? Ein Viehtreiber. Ave, Caesar treu ergeben. Ja, das ist so. Ich glaube, der zirkt übers Grässesaft. Ja, und du? Ein Mohawk? Hier schleift unser Rasimisa. Hallo Caesar, wo sind die? Kolosseum. Ave, Caesar treu ergeben. Aha. So, dass er nicht. Peter Caesar? Nein. Prätorianer. Sie müssen Caesars Zelt allein betreten. Mit umbringen, alle anderen natürlich. Müssen ihre Legion Mischling. Und das ist der große Kasperl. Ja, der Depp. Sie sind also der Kurier, der meiner Legion so viel Ärger bereitet hat. Und doch wagen Sie es, vor mich zu treten. Die Garnison, die ich bei Nelson aufgebaut hatte, wurde ausgelöscht. Also erklären Sie mir das. Es interessiert mich wirklich. Ich bin gefürchtet. Aus gutem Grund. Aber Sie, gerade Sie, wagen es, hierher zu kommen und vor mir, dem mächtigen Caesar, zu stehen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Gedacht, gar nix. Einer kommt beginnen. Ganz schlecht, oder? Ohne Knarren. Interessiert mich was? Wir kümmern uns zu gegebener Zeit um Benny. In der Zwischenzeit. Sie wissen, warum ich Sie treffen wollte, nicht wahr? Ein Mann tötet Sie fast. Also verfolgen Sie ihn quer durch die gesamte Mojave? Sie kommen auf dem Strip an und spazieren ins Lucky 38, als hätte Ihnen jemand einen Schlüssel unter den Fußabtreter gelegt? Sie besuchen das Tops und plötzlich flieht der Anführer der Vorsitzenden wie ein winselnder Welpe vom Strip? Wenn Sie sich etwas in den Kopf setzen, dann folgen Ergebnisse. Das gefällt mir. Die Frage ist, sind Sie bereit anzufangen? Anfangen, wie wo's? Schon sehr bald wird meine Legion den großen Staudamm angreifen und den Westen erobern. Zuvor möchte ich, dass Mr. House mit ein paar schnellen Überraschungsschlägen aus dem Spiel geworfen wird. Und Sie werden das Schlagen übernehmen. Also Caesar, mir wird der Benny lieber. Benny ist mein Gefangener. Sie werden das mit ihm erledigen, wenn Sie das mit mir erledigt haben. Keine Angst. Sie werden seinen Platin-Chip bekommen. Und dann werden Sie ihn so verwenden, wie ich es Ihnen sage. Am Fuße des Hügels am Westrand des Lagers befindet sich ein altes Gebäude. Es war schon da, als das Fort 2277 erobert wurde. In diesem Gebäude ist eine Luke. Und innerhalb dieser Luke sind zwei Stahltüren, die das Zeichen des Casinos Lucky 38 tragen. Dasselbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benny bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Ist das nicht interessant? Was noch interessanter ist, auf der Konsole, die die Luke öffnet, befindet sich eine Einbuchtung in der Größe des Chips. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, der Chip öffnet diese Türen. Türen, die weder mit Gewalt noch mit Sprengstoff zu öffnen sind. Das habe ich nämlich bereits versucht. Ich möchte, dass Sie alles zerstören, was Sie dort finden. Anschließend kommen Sie wieder hierher und berichten mir darüber. Gehen Sie also zu diesem Gebäude und nehmen Sie diesen verdammten Platin-Chip mit. Meine Legionäre erwarten Sie dort mit Ihrer Ausrüstung. Reden Sie auf dem Weg nach draußen mit Benny. Er weiß, dass Sie seine Todesart auswählen. Vielleicht wollen Sie ihm das noch unter die Nase reiben.
Also Bummeln, Chip Hobby. Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den Verbrechen. Der Weg zurück. Meine Ausrüstung brauche ich. Der Haubitze. Aber im Grunde kann ich, wenn ich meine Ausrüstung mit Obst abhauen, oder? Eigentlich. Aber Veteran. Caesar treu ergeben. Ich hab mein Krempel. Niemand kommt hier ohne Caesars Erlaubnis. Caesar erlaubt ihnen, ihre Waffen wiederzutragen, während sie ihm dienen. Koppel, wird Zeit. Caesar hat viel Vertrauen in sie gesetzt. Erweisen sie sich als würdig. Würdig? Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den Verbrechen verbreitet. So, das Gute ist, kann ich wieder neu sortieren. Pass auf. Mein Dienstgewehr. Auf die drei. Na, warte mal, auf die drei, mein Revolver. Oder, warte mal, Dienstgewehr. Dienstgewehr auf die sechs. Auf der 1 und auf der 5, was war noch? Hier ist doch. Der Chip, wo sind die sei? Der Chip, Momo. Also passt nur da. Den Bunker waschen. Ich will die Pause machen. Bitte, Mr. Haus. Na sowas. Sie sind früher als geplant hier. Ich denke, das ist auch gar nicht schlecht. Schließlich wollte ich Sie genau hier haben. Ich wusste, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass Caesar Ihnen den Platin-Chip zurückgibt. Sollte mich das schockieren? Natürlich möchte Caesar das hier zerstören. Er hat Angst davor, was dieser Bunker enthalten könnte. Und das mit Recht. Aber das werden Sie nicht tun. Sie werden klug sein und für mich arbeiten. Wie ihr arbeiten. So bist du. Gut. Sie erhalten einen netten Bonus, wenn die Arbeit erledigt ist. Und da wir vom Erledigen sprechen, der Platin-Chip ist ein Datenspeichergerät. Sie müssen die Daten manuell vom Chip in den Hauptcomputer der Anlage hochladen. Am anderen Ende dieser Anlage befindet sich ein Terminal. Es gibt eine Komplikation. Ich kann zwar Übertragungen auf diesen Bildschirm durchführen, jedoch nicht die Systeme der Einrichtungen steuern. Daher kann ich auch die Sicherheitsbots nicht deaktivieren. Laut den Statusberichten scheinen die meisten aktiviert zu sein. Meine Armee wird das tun, was eine Armee am besten kann. Ein Gebiet vor Invasoren beschützen und für Ordnung sorgen. Gut, dann halte ich Sie nicht länger auf. Ob ich für diesen Mr. House arbeite oder für diesen Caesar, ist mir wurscht. Solange man erzählt.
Achtung, fertig, kämpfen. Ready to fight? Panzerbrechend, viel Schuss. Alter, die Sau hat's geworfen. Oh, das ist Ding. Ein Platzschuss. Wird ein Lehrbuch. Ich grüße die. Aha, das ist mal richtig. Plasmagewehr. Plasmagranaten brauche ich ja. Was hat 0? Geschützkontrolle. Kann ich die deaktivieren? Boom, kein Plan. Im Grunde wurscht, gell? Die Geschütze mit Bombe aber weg. Wenn es sein muss. Und da ist zu. Reparieren 60. Wo bin ich? Repräsentieren 45. Hau dich hin. Achtung, fertig, kämpfen. Moment. Kampf zu Ende. Granaten für den guten Zweck. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Wer ist zäh? Stellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Und ein gezielter Aufstieg. Da 50. Da 2. Da 2. Und da 2. Schleichen, da mag nur ein bisschen mehr, gell? Hau die eine. Der Flintenchirurg. Eine Schrotflinte, hab ich, gell? So, mal. Ja, hab ich denn? Wir reparieren. Wissenschaft. Überleben. Reparieren 10, ja, pass auf. Der Adam und Riese hätte dann 60, oder? Dann kann das gehen. Wenn das steht. Und selbst ist der Mann. Oh, Scheiße. Seid ihr brav? Wachboot, also. Es gibt keine Einrichtung, die uns unsere Sicherheit so ausgebildet. Einen schönen Tag wünsche ich. Wo
Komm hinter die Grinde, oder was? Und die Glund. Ich hoffe gerade, ich dran nicht durchgehe. Und das ist mir jung.